Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Ah, jetzt hab ich Hey! Komm jetzt, sei mal. Holy Scheiße, Mann. Sei mal ruhig, Mann! Au! Au! Jetzt starte doch! Hilf, ich komm nicht mehr hoch. Ey, du willst so echt Stress. Wie das aussah. Komm, jetzt stell komm. Dich doch hier hin, Mann. Ja, okay, hier bin ich. Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge von GTA 5 Online. Heute werden wir natürlich den Raubüberfall zu Ende bringen und natürlich wieder zusammen mit dem Flo. Hallo. Hallo. Njo. Ja, Njo. Boom. Njo, du bist halt besser. Ah, es tut so weh. Ich bin tot. Weißt du, ich dachte halt, ich kann jetzt da schön aussteigen und dann fliegt er da so ein Stunt hoch. Tja, dann bin ich halt im falschen Moment ausgestiegen. Ne? So, meine lieben Freunde, wir werden natürlich jetzt hier den Raubüberfall starten. Oder ich trinke einfach ein bisschen Whisky, kann man auch mal machen. Hallo. So zwischendurch. So, du bist ja schon eingeladen, perfekt. Schwierigkeit schwer oder normal? Schwer. Schon schwer, ne? Weil wir sind ja Profis, hat man ja in der letzten Folge gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, kann sie sich gerne reinziehen im Infokasten. Verlinkt. Ich kaufe mir auf jeden Fall meine Schwerpanzerung. Ja, wenn du das empfehlen würdest, dann. Ja, die war schon ziemlich. So, ich kann ja starten, ne, mein Freund. Nee. Wenn ich dann. Kommt wieder Lester und labert uns zu. Ist doch cool. Der will dich küssen. Der will dich küssen. Jetzt nähert er sich. Will sowas küssen. Ja. Was macht er denn? Mensch, Lester, ja. Ich würde gern starten. Digga, was macht er denn jetzt? Ja, kannst jetzt bitte gehen. Ich würde gern anfangen, mein lieber Freund. Ich bin der Vater, du bist der Boy. Das ist die Tafel des Raubüberfallsfinals. Hier legst du fest, welchen Prozentansatz das Teammitglied Anteil bekommt, welche Rolle, bla bla bla. 50-50. Das ist ja alles schön und toll. Können wir jetzt anfangen? So, Leute. Wir starten rein zum Raubüberfall. Möglicher Anteil 80.000. Wow, amazing. Du fährst, ne? Also eigentlich egal. Nein, ich fahr. Hallo! So, meine liebe Freunde, steigen wir in Enkoruma rein. Und müssen wir ein bisschen hacken, meine Freunde. So. Let's go. Begib dich zur Bank. Ja, du kannst jetzt erstmal 5 Kilometer fahren. Ich weiß nicht, ob ich das kann mit dem Hacken. Ja, mach einfach mit dem Pfeiltasten, glaube ich, geht's. Ja, ich hoffe. Okay, hier jetzt um zu starten und dann. Ja, okay, perfekt. So, beide Banken angekommen. Fertig gehackt. Ja. Aktivieren. Perfekt, jetzt öffnet sich der Tresor. Ah, gibt's denn? Ja. Masken aufsetzen und rein dafür, du, meine lieben Freunde. Waffe los! Hey! Kameras! Ich geh nach hinten, ja, kümmere dich um die Kameras, ja, kein Problem. Am besten nicht die Kameras zerstören, ne, Mike? Nee, mach durch. So, mit meiner tollen Maske. Ja, ich pack hier erstmal meinen Bohrer aus. Wie funktioniert das jetzt? Oh nein. Schaffst du's? Ach so, man muss es. Jetzt grabe ich's. Ja, okay, ja. Kein Problem. Ich war gerade wieder dumm. Aber jetzt lübt der Hase. Wie läuft's mit dem Bohrer? Ja, läuft schon. Ich darf ihn nicht zu heiß werden lassen, aber. Das kriegen wir hin. Das dritte ist durch, noch eins. Jetzt wird er wieder ein bisschen heißer.
wie deine Mutter. Ich muss ja die Geiseln unter Kontrolle halten. Nein! Kein Kommentar! Du hast einfach eine Geisel gekillt! Ja, ich musste die eigentlich nur, Ich war fast fertig! So. Dann halt der zweite Versuch, mein Freund, ne? Ja, wie der zweite? Ich weiß auch nicht, ne? Ja, was war das jetzt für ein Anfall? Ja, Flo, bitte. Ich kümmere mich um den Bohrer mal wieder. Diesmal klappt's hoffentlich. Pass bloß auf, Flo. Ich beeil mich diesmal, aber pass auf. So. Batz. Das war's. Schließfach ist offen. Money in die Tasche. Und raus. Bist du fertig? Ja, ich komm grad. Okay, steig schnell ein. Ja, ich bin noch drin, aber ich komm. Komm schon schnell. Ja, ja. Fahr weg. Yes. Ich baller ein bisschen auf die. Aber das ist ja geh kein dich Problem. Zur Abholstelle. Oh ja, das ist geil, die Abholstelle, glaube ich. Wenn es das die ist. Hinter der Tür. Ja, keine Hä? Ahnung. Ja, du bist ja direkt losgefahren. Ist sie bei pass dir auf, zu? Stachel. Junge, das ist ein Kuruma. Stimmt, auch wieder. Deine Tür ist einfach ja, offen. Ja, du bist direkt losgefahren, wo ich eingestiegen bin, keine Ahnung. Warte. So, na, Hä? Ja, jetzt haben wir keine Tür mehr. Hier hast du keine. Einfach mitten durchfahren, sauber, Flo. Ja, soll ich fliegen, oder was? Ja, erwarte ich schon von dir. Nee, ich fliege jetzt so, ich fahre jetzt so, dass du stirbst. Ja, ist ja nicht so, als wäre das schon wieder unser dritter Versuch. Dank deinen Nein. tollen Sachen. Hä, das ist unser erster Versuch, was erzählst du da? Ja. Genau. Oh, geil! Heli! Ja, Cargo Box. Der holt uns. Ah, oh mein Gott, cool. Finde ich cool. Riesenmagnet! Ja, moin! Landen Gold Martin, ja, weil du gefahren bist, ist immer so. Mögliche Beute 143.000. Tatsächliche Beute 79.000, also 80.000 ist ja nicht schlecht. Und ja, Bonus fürs erste Mal, insgesamt verdientes Geld 180.000. Hä? Kann man auch mal machen. Ja, weil ich hab gar nichts bekommen. Ja, du hast keinen Bonus. Ja, Bonus fürs erste Mal habe ich bekommen, weil ich habe noch nie ja, was gemacht. Das war auch mein erstes Mal. Ja, bist ja nur Level Dinert. Oh, Party. Oh, Party! Party! Wir zwei alten Homeboys, ne? Ja. Kennt man von uns. Kilala. Da können wir echt Kilala. Einen drauf feiern. Wir haben es geschafft, Alter! Und ich hab. Ja, wir haben es geschafft. Ich hab 7000 Kopfgeld! Hä? Lester meldet sich, wenn es wieder ein paar Raubüberfälle gibt. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten, denn ich krieg die anderen zwei Bagaluten da hier, ne? Die kriege ich nicht so schnell an den Start. Und ja, wir werden auf jeden Fall die nächsten Heists demnächst auch machen. Auch die Doomsday Heist natürlich. Allerdings, wie gesagt, habt da ein bisschen Geduld. Das ist alles nicht so einfach. Nein. Und nein. Hey! Guck mal, ein Haus. Ja, ja, ich find's sehr schön. Geh weg. Nein! Ich leb. Mein Auto brennt. Was? Renn, ich brenn! Ey, von der letzten Folge. Ich hab's einfach überlebt. Hey, stopp! Nein! Ja! Nein! Busch. Lachst du gerade? Nee. Fährst du gerade mit dem Auto?
Hä? Was war das? Was war das? Alter, das musst du dir in der Aufnahme angucken. Oh mein Gott. Komm jetzt mal. Nein! Ja. Ein Witz ist es schon wieder. Nett. Junge! Das war ein Zentimeter. Oh! Hey, Digga. Was machst du? Ein Roboter. Hör auf. Wollo. Oh! Das ist ein E-Auto. Ein E. Mach das. Alter, wie sich voll weggefetzt hat. Junge, ein E. Ein E. Sunshine, ja, E, ich kauf dir ein F. Was? Blitz mich mal an. Ich will's so richtig. Oh ja! Geil! Du bist tot! Ui! Alter! Dusch! Ich dusch mich, einmal im Jahr. Na, hä? Hä? Ich hab dich gegen das Auto gedrückt, glaube ich. So Leute, und zum Abschied der heutigen Folge werden wir mit unseren zwei wunderschönen Motorrädern, die übrigens nicht uns gehören, hier vom Macebank Tower einfach runterfahren. Ich kann euch hier mal ganz kurz was einblenden. So Leute, wir sind hier mit dem schönen Ausblick hier auf das Meer, mit dem schönen Ausblick, mit dem schönen Sonnenuntergang hier auf dem Macebank Tower, natürlich auch mit dir und dem wunderschönen Auto. Und wir stürzen uns jetzt einfach in den Tod. Ah! Sonnenuntergang. Das dauert voll lang. Ah! Nein, nicht so, nicht so. Ja. Als ob wir es überlebt haben. Ja, da haben wir gerade auch ein bisschen einen krassen Stunt gemacht. War jetzt nicht so heftig, deswegen machen wir es jetzt einfach nochmal. Hier jetzt mit Sonnenaufgang, nicht mit Sonnenuntergang. Und ich würde einfach sagen, zum Ende der Folge stürzen wir uns in den Tod. 3, 2, 1, Rambo! Mach ein paar Stunts am besten noch da. LOL. Ich bin tot. Oh, tot. So, das war's. Perfekt. Haut rein, lass mir Wertung da, wenn es dir gefallen hat. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how. Flying, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello, felt kind of. Now goodbyes. Feel like a title.